Hallo, grüß euch. Ich mache heute, Entschuldigung, ich muss die kleiner schalten. Okay. Ich mache heute einen Rhabarberkuchen. Jetzt ist wieder die Zeit für einen Rhabarber und ich habe einen frischen Krieg und freue mich total. Und jetzt muss ich einen Rhabarberkuchen machen. Wisst ihr, Obst ist einfach neu. Ich habe da eine, also als allererstes habe ich einen Mürbeteig gemacht. Den habe ich jetzt im Grillschrank. Mürbeteig, da tue ich genau das Rezept einschreiben. Das ist ein total feiner Mürbeteig mit einem Löffel Sauerrahm. Und ich muss sagen, der geht so gut zum Verarbeiten, das ist ein Wahnsinn. Also der Tag ist wirklich, wirklich einfach. Da braucht sie überhaupt keine Bedenken haben wegen einem Mürbeteig. Ich weiß, das ist immer ein bisschen ein Problem, weil da haben viele Angst. Und das ist aber, da tue ich mal Zucker dazu. Und das lassen wir jetzt so ein bisschen dahin köcheln, dass er ein bisschen wach wird. Dann habe ich da eine Speisestärke, 40 Gramm. Da tue ich noch ein bisschen Wasser rein und rühre die an. Und wenn der Rhabarber ein bisschen wach ist, dann tue ich die Speisestärke rein und lasse es ein paar Mal aufkochen, damit das bindet, und lasse es auskühlen. Und wenn das ausgekühlt ist, dann ist der Tag inzwischen so weit, dass wir verarbeiten können. Dann werden wir zusammen den Tag auswalgen und in die Form legen und dann backen, dann den vorbachen und dann tun wir eine Marmelade aufstreifen, dann tun wir den Rhabarber auf. Und dann tun wir die Haube drüber. Und die Haube tun wir nochmal kurz im Backrohr fertig backen, dass sie braun ist. Und das ist alles gewesen. Und das schmeckt einfach hervorragend. Ich kann euch nur empfehlen, einen Rhabarberkuchen, das ist einfach das Beste, was es gibt. Äpfel oder Rhabarber, das ist mein Gemüse. Oder Obst. Ja, in diesen Zeiten müssen wir uns ein bisschen zu helfen wissen. Und Rhabarber hat bald einmal jemand im Garten oder so und dann weiß man momentan nicht, was man tun soll, entweder Kompott oder Marmelade. Marmelade, da brauchst du Erdbeeren dazu, weil Rhabarber allein ist ein bisschen gar sauer. Aber alles miteinander nicht so ein Problem, weil es gibt es ja schon zu kaufen, auch überall, und Lebensmittel darf man ja kaufen. Also ich lasse das jetzt ein bisschen wach kochen. Dann tue ich die Stärke einfach mit ein bisschen Wasser anrühren, tue es rein und lasse es zwei, dreimal aufkochen, dann bindet es und dann kommen es auf die Seiten stellen und das tun wir nachher auf den Kuchen auf. Aber ich bin ja gleich wieder bei euch. Gell? So, ich zeige euch das jetzt. Ich habe da Wasser ein bisschen rein, tun kaltes Wasser bitte, weil sonst löst sich das nicht auf und sind verpackt. Und das schütten wir jetzt da rein. Und rühren es um, dann bindet es und lassen es zwei, dreimal aufkochen und dann tun wir es auf die Seite. Und zwar das Aufkochen ist, muss man unbedingt die Stärke muss man aufkochen, weil sonst funktioniert das nicht und vor allen Dingen geht der stärkere Geschmack weg. Das ist ganz wichtig. So, jetzt tun wir das abschalten, tun das auf die Seiten stellen und ich richte jetzt das für einen Tag her und dann machen wir zusammen den Tag und werden den kochen. Da müssen wir aufpassen. So, das tun wir jetzt auf die Seite. Und dann, wenn wir den Tag machen, machen wir natürlich zusammen und dann bin ich gleich wieder bei euch. Gell? So, ich habe jetzt das Backrohr auf 170 Grad durchs Vorheizen und zwar, ich habe diese Tartform. Wer öfter so einen Kuchen macht, bitte legt euch das zu, weil das ist ganz das Tollste überhaupt, was es gibt. Erstens geht der Kuchen leicht aus und zweitens braucht es das weder einfetten noch sonst was. Das ist alles überhaupt kein Problem mit der Form. Der Tag war jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank so ungefähr. So tragisch ist das nicht. Jetzt tun wir ein bisschen Mehl auf. Dann tun wir schön ausrollen. Ein bisschen mehr Mehl. Ein
müssen wir den immer wieder vom Boden. Schauen, ob er ja nicht umbiegt. Und gehen wir da oben auch ein bisschen Mehl. Das leidet der schon, weil der schon sauer anbrennt. Der lässt sich ganz leicht. Der trocknet dann nicht zu schnell aus. Und das ist da eben das Feine. Das leidet es noch. Da kann man auch schauen, wie breit man ist. Er soll ein bisschen höher wie der Rand sein. Und das andere, was nicht so hoch ist, das tun wir einfach dran. Das tun wir jetzt wegschneiden. Und das tun wir nachher dran kleben. Das ist ungefähr alles gleich ist. Dann tun wir das schön am Rand auf. Da tun wir wieder was dazu. Das könnt ihr ruhig machen, das sieht kein Mensch mehr. Gell? Einfach schön aufdrucken, dass ein schöner Rand ist. Da ist ein bisschen dünner, da tun wir noch einen Tag her. Weil das geht wirklich, wirklich ganz einfach. Da tun wir einen Tag her. Der Tag ist richtig toll zum Verarbeiten. Das muss ich ehrlich sagen. Da braucht es keine Angst haben vor einem Mürbeteig. Wer das jetzt ganz genau nimmt, der kann jetzt da einen schönen Rand ganz aufziehen und dann mit dem Messer abschneiden. Das, was ich eigentlich immer nicht so notwendig finde. Weil wir müssen ihn nicht verkaufen in der Konditorei. Und er ist so auch super schön. Dann tun wir oft mit dem Messer mit der Gabel einstechen. Und wir können eine Folie umwickeln. Dann kann man den ein bisschen herdrucken, dass der Rand nicht absinkt jetzt beim Backen. Noch ein bisschen Folie. Sonst tut der Rand gern einsacken. Und so lasse ich den jetzt 25 Minuten backen. Dann tun wir eine Marmelade auf. Da schaue ich noch, was ich da habe. Dann tun wir den Rhabarber auf. Und dann tun wir die Hauben auf. Und dann tun wir es noch einmal ins Backerl zum Überbacken. Also, ich tue den jetzt ins Backerl und dann bin ich wieder bei. Ich habe jetzt die Folie weggetan, weil jetzt bleibt der Rand herum. Jetzt ist er fest genug. Und das sind jetzt noch 4 Minuten, wo er backt, und dabei machen wir die Schneehaube. Und zwar habe ich da 2 Eiweiß drinnen. Bitte die Dotter aufkalten. Da kommt Zucker rein. Das Eiweiß tun wir anschlagen, dass es weiß ist. Und dann tun wir löffelweise den Zucker dazu.
weil das so laut ist. Und wenn der Schnee fertig ist, dann bin ich wieder weich. Gell? So, jetzt habe ich den Schnee steif geschlagen. Dann kommen dazu die Nüsse. Und die zwei Dotter. Das werden wir jetzt schön einrühren. Kuchen ist fertig. Jetzt tun wir aber gleich, wenn wir den Kuchen außen tun, tun wir gleich das Backrad auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Dann können wir das weiterarbeiten. Hoppala. Da werden wir noch ein bisschen. Dann habe ich da Erdbeer und Rhabarber, das passt allem gut zusammen. Habe ich Erdbeermarmelade. Das verstreichen wir jetzt mit der Palette. Wo ist die Palette? Dann kommt das auf. Und dann tue ich den Schnee immer in einen Spritzsack rein, dass ich es schön aufspritzen kann. Ist aber eigentlich nicht notwendig, es könnte das so auch aufhören. Und das spritzt jetzt aus. Aus dem Grund da, weil dann die PC-Haum ungefähr die gleiche Höhe hat. Somit hat die PC-Haum ungefähr die gleiche Höhe und nachher schaut es vielleicht ein bisschen netter aus. So, und jetzt tue ich den Backrahl noch 15 Minuten und lasse es überbacken. Schauen wir uns nach 15 Minuten an. Wenn es noch nicht genug ist, dann tue ich einfach noch 5 Minuten dazu. So, das war jetzt der Rhabarberkuchen. Ich zeige euch nachher, wenn er fertig ist. Und danke fürs Zuschauen dabei, aber ich bin gleich einmal wieder da. Gell? So, der war jetzt 15 Minuten noch im Backrohr. Ich würde sagen, der ist ideal geworden, schön
Das ist der Rhabarberkuchen. Ich tue ihn noch anschneiden zum Kaffee und mache ein Foto. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt daheim und bleibt gesund. Viert euch!